Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo Flo, wir grüßen dich in deiner Wohnung in den eigenen vier Wänden. Du bist jetzt seit 10 Tagen wie alle anderen Mannschaftskollegen in häuslicher Quarantäne. Nimm uns doch mal kurz mit, wie fühlt sich das an, wenn man in den eigenen vier Wänden als Fußballprofi gefangen ist? Erstmal hallo zusammen. Gibt natürlich Angenehmeres, als irgendwo eingesperrt zu sein. Aber ich glaube, dadurch, wo man, ja, wie du es schon sagst, in eigenen vier Wänden ist, ist es halbwegs erträglicher, als wenn du irgendwo in einem Hotel oder so quasi deine Quarantäne verbringen musst. Und von daher bin ich ehrlich, ich habe mir das schlimmer vorgestellt, aber jetzt so auf der Zielgeraden, die letzten Tage, wird es dann doch schon nicht mehr ganz so schön. Es gibt ja die Typen, die gerne Computerspiele spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Dann gibt es andere, die gerne Gesellschaftsspiele spielen. Hast du in den vergangenen 10 Tagen ein neues Hobby zum Zeitvertreib gefunden? Naja, also so ein ganz spezielles eigentlich jetzt nicht. Das ist schon recht abwechslungsreich. Also ich versuche möglichst viele verschiedene Sachen zu machen, damit die Zeit und die Tage möglichst schnell rumgehen. Da fängt es an bei unserem morgendlichen Sportprogramm, das wir Gott sei Dank machen können, gemeinsam über eine Videoschalte, bis hin auch mal wieder ein Buch zu lesen, das auch ein bisschen länger bei mir schon her ist. Dann geht's weiter, Verpflegung jeden Tag, wo man dann auch mal seine Kochkünste entdeckt. Dann gehört natürlich auch noch dazu, dass man ab und zu mal mit seinen Jungs oder auch mit Jungs aus der Mannschaft vielleicht mal eine Runde PlayStation spielt. Du hast Kochen angesprochen. Dazu ist es wichtig, dass man genügend Lebensmittel zu Hause hat. Wer kümmert sich um eure Einkäufe und die wichtigsten Erledigungen, die ihr machen müsstet, wenn ihr es könntet? Wer nimmt euch das ab? Es gibt im Verein natürlich ganz viele hilfreiche Leute, die auch möglichst versuchen, dass uns da nichts fehlt. Und der andere Weg ist, dass du das irgendwo über einen Lieferservice machst, der die Einkäufe dann vor der Tür abstellt. Und wenn der dann wieder weg ist, dass du dann die Einkäufe quasi reinnimmst und dann gut verpflegt in den Tag starten kannst. Verrätst du uns, was das komplizierteste und herausforderndste Gericht in den letzten Tagen war, wo du dich rangetraut hast? Als Koch? Ich habe eigentlich recht viel gemacht. Ganz einfache Sachen wie Nudelgerichte, was denke ich jeder kann. Dann habe ich jetzt zum Beispiel gestern meine eigene Pizza gemacht, meinen eigenen Teig. Dann war der Grill auch mal an. Dann ich versuche möglichst abwechslungsreich zu bleiben, damit irgendwo da einem auch nicht langweilig wird. Flo, du hast eben schon über deinen Trainingsalltag zu Hause gesprochen. Kannst du unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und mich mal mitnehmen auf eine kleine Reise durch deine Wohnung? Wie sieht denn dein häuslicher Gym aus? Wo trainierst du jeden Tag? Ja klar, also ich mache meine Einheiten draußen möglichst bei gutem Wetter. Das ist eigentlich ganz gut, weil man hat frische Luft und das sieht dann hier so aus. Ja, das kann sich sehen lassen. Und hier haben wir dann alles. Hier noch ein paar Hilfsmittel, Hanteln, Bänder, Medizinball. Hier das Spinningrad. Ja, auch nochmal ein Riesendank an Fitness First für die Belieferung der Fitnessgeräte. Wie gesagt, da lässt sich ganz gut trainieren. Und man hat mal ein bisschen Sonne, ein bisschen frische Luft und dann passt das alles. Die zweite Bundesliga, auch die Bundesliga, haben am vergangenen Wochenende ohne einen einzigen Fan im Stadion mit dem Neustart den Wiederbeginn des Spielbetriebs gefeiert, in Anführungsstrichen. Wie hast du den ersten Spieltag nach der Corona-Pause als Zuschauer zu Hause erlebt? Ja, es war sehr ungewohnt.
nehme immer ganz gerne als Beispiel unser Vorbereitungsspiel gegen Stuttgart, als wir dann nach Stuttgart gereist sind. War ja auch ähnlich, waren ja auch nur ganz, ganz wenige Leute da von der Presse und von den Vereinen. Ja, mir kam es so ein bisschen vor, als hätten viele Mannschaften ein bisschen Probleme gehabt, so auf Betriebstemperatur zu kommen. Man hat gemerkt, so die letzten finalen Pässe kommen nicht so an, wie sie sonst ankommen. Ich denke, da hocken wir alle irgendwo im selben Boot, weil die Vorbereitungszeit natürlich schon enorm kurz war. Und ja, wie gesagt, ich denke, gerade auch das, was du angesprochen hast, vor leeren Rängen zu spielen, ist natürlich meiner Meinung nach auch ein Faktor, der eine große Rolle spielt, weil die Emotionen, die da übertragen werden aufs Spielfeld, sind für den Fußball enorm wichtig. Ich habe irgendwo, weiß nicht mal ganz genau, wo es war, einen Kommentar gelesen, wo jemand geschrieben hat, ja, ohne ein volles Haus, ohne Fans, ohne die Stimmung, ist es auch nur so ein Kick wie jeder andere auch. Und ja, manche Spiele kamen zum Teil wirklich schon so rüber, leider Gottes. Du hast es angesprochen, wie schwierig es ist, auf Temperatur zu kommen ohne Zuschauer. Die Zuschauer haben am Ende diesen Sport zu dem gemacht, was er heute ist. Wie versuchst du dich als Mannschaftskapitän auf diese Situation vorzubereiten? Ihr werdet früher oder später in irgendein Stadion mit 20, 30, 40, 50.000 Zuschauern einlaufen, wo aber kein Mensch ist, also eine leere Betonschüssel. Wie kann man sich da mental drauf vorbereiten? Ja, ich denke, das ist schon sehr schwer, das jetzt irgendwie im Vorfeld zu sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass man ja die Zeit, die wir jetzt bekommen, die ja auch noch nicht feststeht, wie lang es dann letztlich ist, bis wir unser erstes Spiel wieder starten, dass wir die nutzen und möglichst schauen, dass wir schon im Training auf einem sehr hohen Niveau agieren und ja, uns gegenseitig dann auch lautstark unterstützen, weil ich glaube, das kann schon auch ein Schlüssel sein. Ja, wie das dann aussieht, glaube ich, ist es auch ein Stück weit so die Erfahrung, die man jetzt macht, eine neue Erfahrung. Ist natürlich nicht so wie in der Vorbereitung, dass du sagst, ja, es ist ein Testspiel. Natürlich hast du da auch Testspiele wie die Generalprobe, wo du dann sagst, ja, Generalprobe ist wichtig, darauf kommt es jetzt drauf an. Was ja auch aber eigentlich immer Quatsch ist, weil du kannst in der Vorbereitung jedes Spiel verlieren und legst dann einen super Start hin. Da gab es ja schon die wildesten Dinge, auch bei uns schon. Und von daher, glaube ich, muss der Schlüssel sein, dass wir jetzt in der Vorbereitungszeit auf einem hohen Leistungsniveau trainieren und uns gegenseitig pushen. In den vergangenen Tagen gab es Unterstellungen, verschiedene Verschwörungstheorien, wie es zu eurer häuslichen Quarantäne gekommen ist. Wie hast du das erlebt und wie wichtig wird im Hinblick auf den Start, gegen wen auch immer das sein wird, Wettbewerbsfairness für die kommenden Wochen sein? Für euch geht es als Tabellen-18. Ums sportliche Überleben seit Wochen und Monaten. Wie hast du das erlebt und wie wichtig ist das Thema sportliche Fairness, Wettbewerbsfairness für dich? Ja, also zunächst mal über die Berichterstattung ja, war ich schon sehr sauer. Es war ja auch ein Riesenthema bei uns in der Mannschaft, weil wir uns ja schon möglichst viel haben gefallen lassen und wir dann irgendwann an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter, jetzt sind wir auch mal an der Reihe, ein paar Sachen klarzustellen. Ist leider heutzutage oder aktuell in der Lage, in der wir uns befinden, nicht so einfach, irgendwo seinen Standpunkt zu vertreten, weil vieles neu ist und ja, weil viele erstmal schauen müssen, wie entwickelt sich alles. Und da willst du natürlich als Mannschaft auch irgendwo nicht der Vorreiter sein, der jetzt einen Finger hebt und sagt, hier ist alles scheiße, weil irgendwo hocken alle Vereine im gleichen Boot. Und deswegen war es schon sehr schwierig, aber ich glaube, mit der einen Berichterstattung ist eine Grenze überschritten worden, die uns nicht gepasst hat. Und wir haben das klargestellt und dann ist das Ding jetzt auch durch. Und ja, hast gesagt, ich glaube, ganz wichtig wird sein, dass ja, unser erstes Spiel so verlegt wird, dass wir möglichst eine längere Vorbereitungszeit haben als nur die paar Tage bis zum Bielefeld-Spiel, weil ich glaube, eine ungefähre Chancengleichheit, die ist schon enorm wichtig, weil die anderen Vereine hatten das auch. Wir hatten jetzt das Pech, dass wir mit den drei positiven Corona-Fällen ja, in Quarantäne mussten. Und von daher finde ich, wäre es nur fair, wenn wir dann irgendwo
eine längere Vorbereitungszeit auf das erste Spiel hat, was aber dann auch bedeutet, dass wir wahrscheinlich mit vielen englischen Wochen natürlich die Belastung dann auch hochgehalten wird. Wir werden das genau beobachten, gegen wen wir starten und wann wir starten, was sich da die Verbände oder der Verband überlegt. Sicherlich eine große Herausforderung auch für diejenigen, die den Spielplan machen. Du hast es gesagt, es wurde kritisch Bericht erstattet, zum Teil ging es unter die Gürtellinie. Viele Leute haben euch abgeschrieben. Man kann allein den letzten Spieltag jetzt nehmen. Die Konkurrenten haben gepunktet, zum Teil überraschend gepunktet gegen Top-Teams. Kann das aber auch eine zusätzliche Motivation sein, was den Teamgeist angeht, wenn man so gefühlt schon abgeschrieben ist von allen in der Öffentlichkeit, dass man da vielleicht noch mal enger zusammenrückt? Du hast gesagt, ihr trainiert jeden Tag zusammen, ihr werdet euch da ja sicherlich auch austauschen über WhatsApp-Gruppen oder wenn ihr euch seht. Hast du das Gefühl, das kann euch noch mal einen zusätzlichen Push geben oder ist das jetzt viel zu früh? Naja, also ich glaube, wir haben ja zum Start der Rückrunde ein super Beispiel gegeben. Uns hat jeder für tot gehalten. Jeder hat gesagt, ja, Dynamo steigt sicher ab. Und hatten einen ganz, ganz durchwachsenen Start, muss man irgendwo sagen, aber haben jetzt gerade in den letzten Wochen dann, wo noch gespielt wurde, glaube ich, einen super Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und plötzlich war der Abstand nur noch sehr gering. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Natürlich kann es jetzt sein, dass wenn wir ins Geschehen eingreifen dürfen, dass der Abstand auch wieder enorm groß ist. Aber wir haben es bewiesen, dass wir es können. Und das müssen wir uns eben immer wieder vor Augen führen. Und das geht halt nur, wenn du geschlossen als Mannschaft zusammenstehst und ja, wirklich jede Einheit und auch jedes Spiel nutzt, weil die Zeit ist jetzt sehr gering und sehr kurz. Wer das gedacht hätte, dass man mal vielleicht 9 Spiele in 4 Wochen macht, ja, weiß ich nicht. Das gibt es nicht so oft. Und von daher hast du wirklich jeden Tag die Chance, irgendwo einen Schritt nach vorne zu machen. Und wenn du da auch den einen oder anderen Fehler machst, dann auch möglichst wenig Zeit, darüber nachzudenken, weil du am nächsten Tag oder ein paar Tage später schon wieder eine neue Chance hast, dich zu beweisen. Der ein oder andere Ex-Dynamo hat ja in England gespielt. Mit Chris Löwe hast du einen in der Mannschaft. Die sind das gewohnt, in diesem Rhythmus zu spielen. Vielleicht kann man sich da nochmal den einen oder anderen Tipp abholen, wie man sich gut vorbereitet. Als Kind, jeder kennt das Gefühl, zumindest war es bei mir so, habe ich das geliebt, auf den grünen Rasen rauszugehen, zu passen, zu schießen, zu grätschen. Ist diese Sehnsucht in den letzten 10 Tagen, Flo, bei dir wieder größer geworden? Endlich raus, Fußballschuhe an, auf den Rasen und ab geht die Post? Ja, absolut. Ich glaube, wir hatten uns alle gefreut, als ja, das wieder mit Gruppentraining losging. Dann hat das auch schon, muss man sagen, ziemlich lange angedauert, wo wir dann auch froh waren, als der nächste Step kam, dass es wieder hieß, wir dürfen ins Mannschaftstraining wieder Spielform machen, uns wieder gegeneinander aufreiben und wieder Zweikämpfe führen. Und ja, dann kam, wie gesagt, der Dämpfer. Und ja, jetzt nach 2 Wochen. Absolut ist die Vorfreude riesengroß, dass es dann endlich wieder weitergeht. Durchhalten in der häuslichen Quarantäne. Bald ist es geschafft. Flo, großes Dankeschön, dass du dir als Mannschaftskapitän kurz Zeit für Dynamo TV genommen hast, dass wir kurz reden konnten. Waren spannende Einblicke und viel Spaß beim Kochen. Was gibt's heute? Da bin ich noch am Überlegen. Muss jetzt erstmal ein paar Getränke bestellen, weil wurde natürlich sehr, sehr viel getrunken in der häuslichen Quarantäne, natürlich nur Wasser. ja, mal schauen. Ich habe noch das eine oder andere da. Kann ich dir wirklich noch nicht so sagen. Mache ich echt immer recht spontan. Gutes Gelingen dabei. Tschüss. Ciao, ciao.